Hey, mein Name ist Robin und heute zeige ich euch, was ihr beachten müsst, um Videospiele in 4K 120 Hertz von einer PlayStation über einen Denon AV Receiver genießen zu können. Wir haben unsere PlayStation 5 an den 8K-Eingang unseres AVC X4700H angeschlossen. Der Monitor 1-Ausgang des AVC ist mit dem 8K-fähigen HDMI-Eingang des Sony KD85ZH8TVs verbunden. Achtet darauf, HDMI-Kabel mit einer Datenrate von mindestens 48 GB zu verwenden, um ein Gaming-Erlebnis in 4K 120 Hz realisieren zu können. Kommen wir nun zu den Einstellungen der einzelnen Komponenten. Den Anfang macht die PlayStation 5. Öffnet hierfür bitte das Einstellungsmenü der PlayStation 5 und wählt den Punkt Bildschirm und Video aus. Auf dem Fernseher seht ihr jetzt direkt die Einstellungen der Videoausgabe, die für eine 4K 120 Hz Wiedergabe benötigt werden. Bitte setzt die Einstellungen für die Auflösung, 4K Videoübertragungsrate, HDR, Deep Color Ausgabe als auch den RGB-Bereich auf automatisch. Bitte achtet darauf, dass einige Spiele zusätzliche Einstellungen bieten. Auch in unserem AVC X4700H muss eine Einstellung angepasst werden. Öffnet dafür bitte das Setup-Menü über die Setup-Taste auf der Fernbedienung. Wählt anschließend die Einstellung Video aus. Nun geht in die 4K 8K Signalformateinstellungen und setzt das 4K 8K Signalformat auf den Wert 8K erweitert. Zu guter Letzt kommen wir zu den Einstellungen unseres Sony KD85ZH8TVs. Achtet darauf, dass die Einstellungen bei anderen Herstellern abweichen können. Öffne bitte das Einstellungsmenü des TV-Gerätes über die Fernbedienung und wählt den Punkt Fernsehen. Anschließend wählt bitte den Menüpunkt Externe Eingänge und nun den Punkt HDMI-Signalformat. Hier muss der jeweilige HDMI-Eingang, in unserem Fall der Eingang HDMI 4, auf das optimierte Format 8K umgeschaltet werden. Nun habt ihr alle nötigen Einstellungen, um eine Next-Gen Gaming Experience in bester Qualität zu erleben. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Robin.